Ich weiß jetzt nicht, nee. Wir fahren jetzt erstmal rein und gucken an, was die Teile kosten. So, wir haben neue Teile freigeschaltet. Ich weiß, ach genau, wir haben eine neue, Moment, wir haben eine neue kostenlose Motorhaube freigeschaltet. Dach, nee, Dach, Dachspoiler? Was hab ich jetzt für Scheiße an? Was haben wir denn freigeschaltet? Okay, den haben wir nicht frei, den haben wir... Nee. Was haben wir freigeschaltet? Also definitiv kein Carbon-Teil. Die haben wir, glaube ich, freigeschaltet. Ich meine, müsste eigentlich umsonst sein, den wir freigeschaltet haben. Ja, nö. Ich meine, wir haben einen Motor freigeschaltet mit dem. Ich kann mich natürlich jetzt auch voll irren und ich weiß es einfach nicht mehr, weil ich einfach voll verkackt habe. Wovon ich jetzt gerade mal ausgehe. Weil der sagt mir Dachkanten, Spoiler. So, dann gucken wir mal eben durch. Sollte auch gucken, ob ich dafür was bezahlen muss. Ich glaube, die haben wir neu. Aber keiner ist kostenlos. Also, irgendwo ist hier der Fehler. Und ich weiß halt nicht, wo der Fehler ist. Weil ich meine, wir haben eine neue Motorhaube freigeschaltet gehabt. Tja. Ich kann mich aber auch voll irren. Weil unten ist alles gelb. Der ist nicht gelb. Und die kostet auch 200.000. Draufgeschissen, würde ich mir ehrlich sagen. Draufgeschissen, Leute. Wir gehen mal gucken, was wir an Leistung freigeschaltet haben. Ob wir da überhaupt was freigeschaltet haben. Nö. Blackliste 12. Turbo ist 10. Aber der erste... Yeah, Pro ist freigeschaltet. So, haben wir zumindest schon mal einen. Die Bremsen, war die frei oder haben wir die schon? Die haben wir schon. Reifen hatten wir, glaube ich... Mittlerweile auch. Nitro haben wir auch. Das Fahrwerk haben wir auch. Getriebe. Motor haben wir, glaube ich, ne? Ja. Tja, da haben wir doch mal wieder ein paar Teile gekauft. Jetzt möchte ich auch gerne ein neues Bodykit haben. Der muss ja schließlich nach was aussehen. Dann nehmen wir uns das, gehen wir zurück. Und natürlich endlich mal ein dicker Spoiler hinten drauf. Der sieht nicht schlecht aus. So, ein paar Felgen, ja, wobei die Felgen waren halt, ich könnte ja mal gucken, ich glaube nicht, dass er... Ne, die ich neu drauf habe bei mir, sind nicht dabei, weil hier sind auch nicht ganz so viele dabei. Die Lupe... Superlegra haben wir drauf, glaube ich. Ne, haben wir nicht drauf. Welche haben wir denn drauf? Keine Ahnung. Wir haben OZ-Felgen drauf, die es aber anscheinend nicht gibt. Wir holen uns die da. Zack. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so. Zack. Ja. Oh, nein. Nein. Ich wollte noch ein bisschen an der Optik schrauben. Och, komm schon, ich will hier rein. Ach, na, natürlich ist es dann links von mir. Spezielle Armaturen. What the fuck? Oh, toll. Sachen, die Welt nicht braucht. Lack. Wie kann ich die denn weiter switchen? Gute Frage, nächste Frage. 2, 3? Nein, 3 wollte ich nicht. Ich hab gerade keine Ahnung, wie ich die weiter switchen kann. Alt? Nö. Ja, da muss ich dann nachher nochmal reingucken. Komm, wir kaufen so ein pinkes Auto. Nee, wir lassen es erstmal so. Was haben wir noch an Vinyls? Flamme. Ich weiß nur nicht, warum die jetzt gerade irgendwie... Ach so, wie... Ah, okay, Moment.
Ah, okay, ich muss ja noch bunt machen. Ja. Nee, wir lassen das, glaube ich, erstmal am besten so. Scheibenfolien aber drauf, die Kills brauchen wir nicht. So, das lassen wir dann jetzt auch erstmal so hinter Zimmer 1. What the fuck? Ah, hier haben wir die Motorhaube. Ich habe nur keine Ahnung, ob wir die jetzt alle so nehmen dürfen. Ich glaube ja. Die haben wir drauf. Und wir nehmen mal eine dicke Carbon-Motorhaube. Wobei, das sieht gar nicht mal so gut aus hier. Wir nehmen mal die. Ne, wir lassen's. Weil entfernen. Checkout, weil die können wir immer nur für immer noch bei einem neuen Auto einbauen. Und müssen die jetzt nicht hier an dem GTI verschwenden. So, mal gucken, was wir hier noch in der Nähe haben. Eine Radarfalle, alles klar. Also der sieht jetzt schon um einiges böse aus, müsste ich mal so behaupten. Ich möchte es mal so behaupten, ja. Oh, wir können mal durchs Einkaufszentrum fahren, mal wieder. Mit überhöhter Geschwindigkeit wurde gemeldet. In Richtung Westen am Busbahnhof vorbei. Können sich bitte Einheiten im Gebiet melden? Kein Kommentar. Weißt du, überhöhte Geschwindigkeit. Ich nehme das halbe Einkaufszentrum auseinander, aber die interessiert nur die Geschwindigkeit. Ja, und ich muss nachher mal gucken. Noch, komm schon. Ich möchte nicht schon wieder gegen so Kackbullen rennen. Ihr seid alle Kacke. Dann komm mal rein. Komm mal rein. In Ordnung, kommen. Ich flog nur leider in die falsche Richtung, aber reicht trotzdem. Gebiet abriegeln. Fahrzeug ist im Kommen. Armer Polizist. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Osten. Auf dem Highway 99. Alle Straßen in der letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Ich muss hier nur irgendwie rauskommen. Und wird auf TLC 3 koordiniert. Hier ist Sierra 1. Ich hab die so toll. Wir sind mitten in einem 10-3-Sektor. Melden uns später. Ihr seht, was ich gerade sehe, was da steht, ja. Ich glaube, wir haben ihn umzingelt. Gut, wir müssen leider um die Polizei herumfahren. Die haben mich umzingelt. Ich bin noch schnellst gekommen. Ich glaube, die Polizei ist hier etwas verwirrt in diesem Spiel. Ich hab ihn. Nein, ich hab ihn doch nicht. Doch, ich hab ihn. Nee, doch nicht. Er fährt wieder weg. Doof. Ich weiß gerade nicht, was wir hier machen müssen. Und eins, werden wir sehen. Ich glaube, das ist hier so ein Checkpoint dran, ne? Radarfalle, Tutorial. Radarfallenrennen kannst du zeigen, was dein Wagen drauf hat. Die Karte zeigt dir, wo sich die Radarfallen befinden. Rase so schnell durch die Fallen, wie du kannst. Fällst du zurück, verlierst du Punkte, sobald der erste Fahrer die Ziellinie überquert. Die höchste Gesamtgeschwindigkeit in allen Fallen gewinnt. Okay, hört sich doch mal interessant an. Gucken, wie sich unser neuer Golf schlägt. Und ab geht die Post. Perfekter Start. So, den Finger immer schön auf dem NOS-Button haben, kurz vor der Radarfalle, mal Vollgas geben. Ja, 214 lässt sich leben, oder? Frage ist vor allem, warum verliere ich die Punkte, wenn der Erste durchs Ziel kommt? What the fuck? Also ich würde das eher so sehen, derjenige, der am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt. Aber nein. Das sehen die hier nicht so. Aber was soll's. Ah, 200. Wäre mehr drin gewesen. Aber müssen wir jetzt momentan mitleben. So, dann kommt die nächste Radarfalle.
So, da kann jetzt mal gut 220 drin stehen. Jawohl, 227. Besser geht's kaum. Und wir haben die Abkürzung bekommen, ohne dass ich das wirklich wollte. Ja gut, ich wollte es schon, weil ich habe aber relativ spät erst gecheckt, dass da die Abkürzung kommt. 226. Und wir haben 80% hinter uns. Spannend, 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 weil der ist nur 30 km hinter uns. Das heißt, der muss jetzt mal... Ja gut, der müsste jetzt 250 fahren oder sowas. Aber er ist 50 km hinter uns. Das heißt, für ihn hat es nicht gereicht. Wir sind erst da und gewinnen das Spiel. So das Rennen. Hey, du haust ja ganz schön rein. Unglaublich, was das für Kreise zieht. Ich muss unbedingt nach Canton Beach kommen. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen. Knöpf dir die Typen weiter vor. Du kriegst Racer. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir sehen uns. Naja, ist nur noch eine Frage der Zeit. Das stimmt schon. Und wir haben Vic ist der Nächste. Vic ist dran. Das ist der Trottel, von dem ich dir erzählt habe. Razers Prügelknabe. Er hat dich herausgefordert. Streich ihn also von der Blacklist. Das sollte Razer und seinen Leuten eine Lehre sein. Ich unterstütze dich, bis du es geschafft hast. Yay. Aber das werden wir noch nicht tun. Wir gehen jetzt erstmal wieder in den Unterschlupf. Yep. Und wir gucken mal eben, was wir noch so an Sachen offen haben. Weil wir haben hier nämlich noch relativ viel Rennen offen. Was haben wir noch an Meilensteinen offen? Okay, die Meilensteine sind dann. Gut. Was haben wir an Kopfgeld noch offen? An Kopfgeld haben wir noch 4 Dinger. Wobei, ich glaube, Kopfgeld weiß ich gar nicht, ob man das machen muss. Wir gucken uns mal den Tipp an. Achso, okay, die sind einfach nur dafür, damit wir das Kopfgeld hochpushen. Das heißt, wir gehen erstmal schnell durch die ganzen 3 Rennen. Was wir beim letzten Gegner hätten auch machen sollen, weil das gibt halt immer ein bisschen Kohle. Und die Kohle brauchen wir am Ende irgendwann wahrscheinlich. Spätestens dann, wenn ich einen neuen Wagen kaufen möchte. Und das ist jetzt einfach wieder nur das Checkpoint-Rennen, das wir ja schon aus der vorletzten Folge sind. Wir sind, glaube ich, jetzt schon in der Folge 2. Oder in der letzten Folge. Müsst ihr, oder ihr wisst jetzt schon besser als ich. Also wir müssen nur die paar Checkpoints passieren und gut ist. Und wir haben jetzt noch 15% bis zum ersten Checkpoint. Pi mal Daumen. Ich muss mal auch so mal auf die Uhr gucken. Weil ich gleich noch Besuch bekomme. Das heißt, ich gucke, dass ich, wie gesagt, noch die 3 Rennen mache. Und der Blacklisted fällt dann wahrscheinlich erst aufs nächste Rennen, so auf die nächste Folge. Tut mir jetzt schon mal leid dafür. Aber es kann auch sein, dass wir die 3 Rennen nicht mehr fahren, weil, wie gesagt, geht gerade mal ein bisschen knapp von der Zeit her. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Und wenn's gut aussieht, sieht's gut aus, würde ich mal sagen, ne? Und der GTI, er hat die 230 erreicht. Hat ja gar nicht lange dafür gebraucht. Und wie ich die ganze Zeit mehr oder weniger ohne Nuss fahre. Ja gut, das Rennen wird easy peasy, würde ich mal sagen. Darum können wir uns mal eben die 300 hatten wir ganz kurz. Jawohl, wir sind so hell. Also Top Speed war 300, auch wenn er nur ganz kurz hochgetippt ist und dann direkt wieder runtergetippt ist. Die 300 sind erreicht und erreicht ist erreicht. Nein, wir nehmen die Abkürzung mal lieber nicht. Wir haben jetzt schon genug Zeit verloren. Und wir haben jetzt noch 10%, das heißt, es geht wahrscheinlich einfach nur geradeaus. Ja, wie jetzt. Gerade etwas verwirrt. Aber okay. Darf man ja ab und zu mal sein. So, zum Unterschlupf. Sofort zum Unterschlupf. Moment. Blacklist 15. Rennen. Und ab zum nächsten. Ja, vielleicht kriegen wir das doch noch hin.
geht ja relativ fix. Eins und go. Kein perfekter Start, schade eigentlich. Vor allem, wie auch immer so geil die Schilder mitten auf der Straße draufstehen. Ach ja. Aber die haben immerhin schon damals die Schilder Einfahrt verboten oben am Tunnel. Die haben Artikel 2, nee, ne? Ich glaube, da gibt es gar keine Tunnel. Ich weiß es gar nicht. Da muss ich echt mal zurückdenken. Ich glaube, die hatten nur Need for Speed, oder? Ich kann mich jetzt auch ganz krass irren. Ja, Hauptsache mitten auf der Straße irgendwelche Schilder stehen. Nächste Mautstelle. 1 Minute 45 haben wir dafür. Oh, die wird etwas weiter entfernt sein. Immer die erste Mautstelle war bei 28%. Und das ist schon relativ früh. Wenn wir überlegen, dass jede Mautstelle 33,3% entfernt sein müsste bei 3 Mautstellen. Aber die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon in der letzten, vorletzten Folge. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall in der letzten Session, wo die Mautstellen drin vorkamen. Und hier nehmen wir mal die Abkürzung, damit ihr auch mal eine Abkürzung seht. Aber ich glaube, die kanntet ihr schon, ja. Und dafür müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen Nos reindonnern. Was kam uns denn da ein Flug entgegengeflogen? Und um die Kurve. Und wo sind die Mautstellen? Wir sind jetzt bei 50%. Wir sind jetzt fast schon wieder 30% gefahren. Entweder die sind am Ende extrem beieinander oder ich weiß es gerade nicht. Weil die müsste jetzt eigentlich die nächste kommen. Und dann sind wir nämlich wieder 30% gefahren. Also wir sind jetzt mittlerweile wieder 30% gefahren. So, jetzt sind wir 33%, 34%, 35%. Aber ist ja schon die zweite, die letzte muss ja eh nur so aushalten. So, wir haben 1 Minute 3 Sekunden. Für... Wie jetzt beendet 20%? What the fuck? Hä? Habe ich was verpasst? Jetzt sind wir... Was? Ich bin gerade etwas, ein ganz klein bisschen verwirrt. Gerade stand da oben beendet 23%, jetzt sind wir bei 90%. Ja, kann passieren bei dem Spiel, ist auch schon was älter. Aber mich hat es gerade voll extrem verwirrt. Ich muss sagen, die Kombination blau-weiß, die passt eigentlich ganz gut. Nur nicht beim Fußball, nein, da passt diese Kombination kein bisschen. Ein Anrufer meldet. Ja, die Goschen. Nein, wir gehen zum Unterschlupf. Fahren ganz schnell noch das letzte Rennen. Die Meilensteine, ich muss noch mal kurz kontrollieren. Meilensteine haben wir alle abgeschlossen. Rennen. Alle bis auf das. Also ab zur Radarfalle. Ah, okay, ist wieder ein Radarfallenrennen. Also wird das dann doch nichts mit. Ja, ich sag das jetzt so leicht, aber ich werde wahrscheinlich so schon mal das Kribbeln in der Finger haben, dass ich es dann zumindest schon mal aufnehmen. Kann natürlich auch sein, dass es dann zeitlich die nächste Aufnahme wird. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir irgendwie wieder nach vorne kommen. Und das mit ein bisschen Speed. Okay, wir sind erst da. Speed gleich mit dem zweiten. Und wir nehmen direkt die Abkürzung, die uns hier unser rosa Freund vormacht. Und 2,29 sind immer noch Erster. Ja. Und dieses Mal dann bin ich mit 5 Punkten Vorsprung. Mit 5 km Vorsprung. Keine Punkte. Und ich weiß, ich würde gerne mal wissen, wer vor uns fährt. Ob das der Baker ist oder nicht. Wobei, ist scheißegal, wer vor uns fährt, weil einholen müssen wir so oder so. Wow, 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 komm mal mit dem Arsch, sehr schön. So, da kommt dann die... Nee, der Imperator fährt vor uns, okay. Wow. Und es ist ein Porsche, der vor uns fährt. Und der Kaiser ist jetzt vom Topspeed her eine Sekunde oder 1 km vor uns. Das gibt's nicht.
Also wie gesagt, da komme ich noch nicht so ganz drauf klar auf diese Speedbreaker. Okay. Tja, und die haben jetzt, uns fehlt jetzt einiges an km/h. Alter, das gibt es nicht. Ach, das gibt es nicht. Warum bremst der denn bitte genau vor uns? Tja. Also wir können jetzt schon mal ganz stark davon ausgehen, dass wir das Rennen nochmal machen müssen. Nicht nur, weil wir nicht Erster werden, sondern weil wir auch keinen Speed haben. 145, wir sind Letzter. Ne, komm. Da vorne ist das Ziel. Ist fail. Ist verloren. Ist verkackt. So, dieses Mal einen perfekten Start hingelegt. Und auch erstmal direkt die Führung übernommen. So, da kommt die erste. Gucken, dass wir irgendwie 261, das sieht doch schon mal um Weiten besser aus als vorher. So, die Abkürzung kennen wir jetzt mal. Dann nehmen wir die auch. Nein, nur 201. Das wäre jetzt richtig kacke. Da werden wir durchgereicht, ja. Der Sprung hat uns die km/h versaut. Jetzt müssen wir gucken, was wir irgendwie die km/h wieder aufbauen. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin die längere Strecke gefahren. Wobei wir hier den Vorteil haben, dass wir hier und hier ein bisschen Topspeed mitnehmen können. So, und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier mal wieder 230 oder sowas hinkriegen. Und wir übernehmen dann erstmal wieder die Führung. Na komm, mit dem Arsch, sehr schön. Und wir sind wieder Zweiter mit 5 km/h hinterm Imperator. Und der Imperator ist der Porsche. Weiß aber gar nicht, welcher Porsche. Mal gucken, wie es aussieht. Jawohl, 8 km/h vorm Imperator. Ist doch schon mal machbar. Das sind 189. Jetzt bin ich gespannt. Wir werden vorm Imperator bleiben, vor dem Punkt. Ja, sehr schön. Das heißt, wir sind mal wieder Uno. Zwar nur knapp, aber das ist ja fast egal. Und zurück zum Unterschlupf. Ja, ich nehme es, wie gesagt, jetzt noch die Blacklisted auf. Aber wir werden dann sehen, ob wir... ob ihr das dann erst in der anderen Folge seht oder ob ihr das jetzt noch in der Folge seht. Und es scheint auch Radarfallenrennen zu werden. Ein Polizeiauto. Burgerbude. Oder Donutladen. Ne, ein Donutladen. Schön gedriftet. Schön gedriftet. Eins. Und ab geht die Post. Ah, schade. Einen perfekten Start. Ganz knapp verpasst. Ja, es ist kein Checkpoint-Rennen. Es ist auch kein Radarfallen-Rennen. Es ist einfach nur ein Streckenrennen. So wie es aussieht. Zumindest sehe ich hier nichts von Checkpoints oder blablablub angezeigt. Ihr wisst von Radarfallen. Oh mein Gott, die Kurve schon wieder. Oh, der kommt jetzt von hinten an uns reingeschlichen, die Sau. Okay, kann jetzt nicht überholen. Alter Falter, alter Falter. Gib Gas, GT. Wir haben 20%. Haben wir. 20 haben wir. Ich muss es sagen, ne? So. Läuft ja ganz gut momentan, muss ich mal so sagen. Jetzt kommt natürlich wieder meine Lieblingskurvenstrecke. Ich glaube, die Entwickler wussten das, dass diese Kurvenstrecke jedem so doll liegt wie mir. Darum haben die gedacht, komm, die packen wir mal da rein, weil die ist schön, die ist kurvig, die ist kacke. Wir hätten auch, glaube ich, durch das Parkhaus links fahren können. Die Frage wäre nur gewesen, ob das wirklich eine Abkürzung gewesen wäre.
So, und wir rumpeln jetzt mal mit unserem tiefer gelegten GTI über die Verkehrsinseln, ja. Also wenn ich das mit meinem Wagen mache, ich glaube, ich reiße mir vorne alles ab. Oh, oh, komm rum mit dem Arsch, sehr schön, vielen Dank. So, und wir sind jetzt bei 54%. Der hat 700, fast 1 Kilometer Rückstand auf uns. Und wir haben es jetzt nur ein einziges Mal NOS benutzt, was sehr gut ist, würde ich mal so behaupten. Aber dafür, dass der ein Polizeimagnet ist, siehst du hier gerade gar nichts von der Polizei. Kein bisschen. Und, ein bisschen traurig. Also der wurde als zu extrem übermenschlicher Polizeimagnet angekündigt. Jetzt kommt gleich bestimmt 10%. Vor Ende steht da wahrscheinlich die Straßensperre. Aber bis jetzt nix. Aber er hat schon mal wieder 4 Sekunden aufgeholt. Also schlechter Fahrer ist er definitiv nicht und wir haben auch 15% vor uns. Jetzt spielen wir mal ein bisschen mit dem NOS. Mal ab und zu möchte ich da auch mitspielen. Oh. Oh. So, 6% noch. Noch sehe ich das Ziel nicht auf der, jetzt sehe ich das Ziel auf der Minimap. It's time to say goodbye, my friend. Rennen Nummer 1, Häkchen. Harry, Bestzeit 2 Minuten 7. Also kennen wir die Strecke eigentlich schon. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Trotzdem ein bisschen traurig mit dem Polizeimagneten. Aber vielleicht kommt es ja jetzt. Vor allem, wir sind genau vor einem Donutladen gestartet. Aber naja, okay. Das ist nun mal die Sache des Spiels, ob die da die Polizei oder beziehungsweise die Tüte, ob die Polizei da reinpatchen oder nicht. Ich weiß gerade nicht, ob sie das gemacht haben oder ob das gerade nur irgendwie so war, weil wir halt so einen extremen Vorsprung hatten. Oder wie auch immer. Da können wir jetzt schlecht was zu sagen, weil ich weiß es noch nicht. Ist auch relativ her, dass ich das, wie gesagt, auch von PlayZ 2 gespielt habe. Blub. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass das schon früher rauskam, aber wenn es auf der Seite steht, 2005, ich habe es mir auch direkt gekauft gehabt, aber wenn ich das mal kurz zurückrechne, 2005, 17, da war ich 18. Echt jetzt? Hm. Anscheinend. Anscheinend muss das so sein. Tja, auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Kurven fahren. Richtig schön in der A natürlich. Also das muss ich echt mal testen, ob das funktioniert mit dem Umkippen. Nicht mit meinem Auto, weil ich bin ja nicht doof. Weil der muss noch so ein paar Jährchen halten. Minimum 2. Wobei, wie gesagt, ich habe mir jetzt gerade 18 Zöller bestellt und die sind angekommen. Ich muss ehrlich sagen, die sehen hammergeil aus. Und die waren halt ein verdammt geiles Schnäppchen. Neu? Ich sag den Preis mal nicht. Aber nein. Aber nein, komm schon. Du musst beide gewinnen. Scheiß Spiel. Naja, ich weiß. Ich dachte. Ja, wie gesagt, die waren Hammer. Na, jetzt verkacke ich es schon wieder am Start, ey. Verdammte Hacke. Ja, also, die waren, wie gesagt, ein Hammer-Schnäppchen. Ich habe, glaube ich, nur 45% vom normalen Preis bezahlt. Und das für 18 Zöller ist, ja, Schnäppchen. Vor allem, also ich finde, die sehen hammergeil aus. Schön schwarze Hochglanzfelgen mit einem Edelstahlrahmen. Also mit einem, ja, es ist kein Tiefbett, es ist, ja, das sieht mehr oder weniger aus wie so ein kleiner Felgenschutz, wie so ein kleiner Reifenschutz. Aber wenn ihr sehen wollt, wie die aussehen, könnt ihr gerne mal nach Alutech Blacksun googeln, weil das sind die Felgen.
Und die warten jetzt, bis ich nächstes Jahr im Sommer die Felgen aufziehe. Ich mache das dieses Jahr nicht, weil ich fahre jetzt noch die Reifen, die ich drauf habe, auf meinen jetzigen Felgen ab. Dann gehen die Felgen in Verkauf, weil sind ja schließlich original Audi-Felgen, also ein bisschen was kriegst du dafür. Und ja, dann kicken wir mal weiter, würde ich so sagen. Erstmal müssen wir mal gucken, dass wir den tollen, blöden Penner Vic besiegen. Und dieses Mal sind wir nicht so weit rausgekommen und wir sind nicht beinahe umgekippt. Yay. Das ist doch schon mal ein Grund zu feiern, oder? Wie der Wagen einfach nur direkt anfängt zu driften, wenn er keine Lust hat. Sehr schlimm. So. Hier war das letzte Mal voll verkackt. Ne, war noch ein Stückchen weiter, wa? Ja, wir sind jetzt bei 99%. Wow, und wir sind beinahe schon wieder verkackt. Ein bisschen Glück war dabei. Nochmal eben ausweichen und als Sieger hervorgehen. Tja, abserviert, mein Freund. Mal gucken, wer jetzt kommt. Ah ja, Luca, wir können ja erstmal zwei Symbole aussuchen. Also den Supra, den würde ich halt Porno gerne haben. Hauptsache, ich kann nichts mehr machen. Ja, ich kann nicht nach links und nach rechts gehen. Sehr schlimm. Ja, ich weiß, aber ich möchte gern irgendwie... Na toll, jetzt geht's, ist da. Ja, okay, ich mach die Augen zu. Und toll. Augen zu und... Extra Geldprämie, toll. Ich hätte gerne den Supra gehabt. Nächster Gegner. Blacklist 12. Isabel Diaz alias Izzy. Ja, wir haben jetzt leider kein Lebenslauf von dir gesehen. Mal gucken, was mir der sagt. Sauber. Dieser Rock legt sich anscheinend ins Zeug. Ich habe dir einen Unterschlupf in Küstennähe besorgt, damit du nicht nach Rosewood zurückfahren musst. Wäre sonst ein langer Weg, wenn die Cops hinter dir sind. Sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. Roger that. Ja, liebe Freunde, das war's dann auch erstmal von mir und Need for Speed. Entweder wir sehen uns jetzt sofort wieder oder erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.